So, einen wunderschönen guten Mittag, Herr Wetterhahn. Wir sind hier. Das Mikro ist an, kleiner Penner. Wir sind hier in Krefeld und machen heute ein bisschen Action, ist das korrekt? Also ja, also wir machen zwar Zweirad-Action, aber nicht wie gewohnt die Zweirad-Action, die ihr wahrscheinlich auf dem Kanal kennt. Wir machen eine ganz andere Zweirad-Action. Ja, erzähl mal, was haben wir denn hier heute vorbereitet an Fahrzeugen? Ne? Willst du erst den Ferrari unter den Zweirädern oder willst du erst so Low Budget? Fangen wir mit Low Budget an. Ja. Dustin, möchtest du uns? Dustin hier auch am Start. Schönen guten Tag. Oh, okay, gut. Was haben wir hier? Was ist das für ein Modell? Was soll ich dazu sagen? Also, das ist ein Baotian C49, irgendwie so. Vier Takt, rennt wie die Sau. Schafft immer noch nicht, die Simme zu knacken. Ist immer noch hinten im Rückspiegel zu sehen. Aha. Und gehen wir weiter. Okay, geil. Ja, lass uns mal direkt zum Ferrari übergehen. No front an der Stelle. Ja, gut. Also, man kann es sehen, wie man will. Ferrari könnte die Simme sein, Ferrari könnte aber auch die Speedfight sein. In diesem Sinne, überzeugt euch selbst. Okay. Genau, du hast den Speedfight jetzt die ganze Zeit über, den habe ich hier gelassen in Krefeld, weil Freund Niklas eben Bock hatte, ein bisschen damit rumzufahren. Tatsächlich bin ich mehr mit dem Roller gefahren als mit dem... Oh. Wie viele Kilometer bist du gefahren? 180 hast du mir den gegeben. Laber keine Scheiße. Was? Echt jetzt? Wir sind an einem Tag 50 Kilometer Strecken gefahren, durch ganz willig campen überall. What? Ein paar Wheelies haben wir auch gezogen mit dem Ding, also es geht... Nein. Doch, das Wheelies. Ja, wir fahren heute die Strecke. Das kriegen wir hin. Ja, okay. Ich will Wheelies sehen. Ja. Geil. Okay, also wir nehmen den Speedfight, wir nehmen die Simson, wir nehmen den, ich hab's schon wieder vergessen, wie heißt das Ding? Baotian, keine Ahnung. Und Gerd, du hast die EXC am Start, gell? Ja. Wo sind die? Ja, die Ecke. Hier, also ums Eck? Eine andere Ferrari unter uns. Ja, hier, guck mal. Ui! Mensch! Eieiei! Ich bin heute nicht der Langsamste, ne? Ja, nee, du bist doch der Schnellste, glaube ich, oder? Ja, aber du bist der Schnellste. Geil. Ja, du wirst wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Wheelie pullen, ne? Ja, so wie man das kennt. Ja, hast du eigentlich jetzt schon einen Spitznamen? Ja, Wheelie Opi. Wheelie Opi. Ja, Wheelie. Ist eigentlich schon ziemlich cool. Ja. Oder? Ja, komme ich aber sehr gut mit klar. Ja. Ja, ja, klar. Geil. Ja, perfekt. Dann schauen wir mal, dass wir so ein kleines Rennen machen. Ich werde dich auf jeden Fall abziehen mit meinem Speedfight hier. Da musst du dich aber ziemlich bücken. Oh mein, ja, ey. So, Joel ist schon ready, hat sein Outfit hier for today angezogen. Jetzt schaut euch das mal an. Also erstmal, der Helm ist schon legendär. Der ist gut. Die Brille dazu. Und jetzt geht's weiter. Junge, das sieht so behindert aus. Komm, mach mal an die Bude. Oh, ich an. Oder? Typischer Aussie. Oh Gott, das gibt wieder Hate in den Kommentaren, ey. Hört sich mal an, Mann. Mach mal an, Niklas. Kriegst du es nicht hin, Joel? Nee, ich doch nicht. Ich mach dir so, ich sieh. Der holt extra noch die Wanne raus. Oh Gott. Hey. Oh mein Gott, ey, das Outfit von Joel ist göttlich. So, Freunde der Nacht, wir satteln auf. Wir sind jetzt alle über das Sena verbunden. Das sind? Gerd? Und Niklas? Perfekt. Ich hoffe, ihr könnt alle verstehen. Und ich soll oder darf heute die Simson fahren. Wenn das nicht okay ist, und tut mir leid, Niklas hat gesagt, ich darf die fahren. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter, ne? Ui! Ey, komm, das war gar nicht so schlecht, oder, Jungs? Gerd, hast du es gesehen, wie ich gekickt habe? Ja, ich bin immer noch sprachlos. Wie ein junger Gott, oder? Let's go! Guck mal hier, die Jungs! Ja, Mann! Geil, Mann! Das sind die Krefeld-Vibes, die Moped-Feelings. Oh, die geht aber gut nach vorne. Wo fahren wir eigentlich hin? Motor auf jeden Fall. Niklas, wo fahren wir hin? Erzähl mal. Wir fahren nach Willig, weil wir sind letztens, Dustin und ich, sind mit dem Roller gefahren und ich wollte ja zeigen, wie schön dieser Roller in der Luft schweben kann. Also, und, das demonstrieren wir dir. Ich habe das Ding noch nie auf dem Hinterrad gesehen. Eher ein Jump. Eher ein Jump. Ein Jump. Ja, wenn du nicht zu schnell bist, dann kannst du auch ein Wheelie draus machen. Also was heißt denn Jump? Ja, Jump heißt beide Räder in der Luft halt. Beide Räder? Ja, beide Räder. Wir beide. Also du willst mir jetzt erzählen, dass ihr in meiner Abwesenheit mit dem Speedfight gesprungen seid? Nein. Eventuell. Also im Grunde genommen bist du ja immer bei mir, also war es denn hier abwesend, wenn man es Snow nimmt. Mhm, ja, ja. Ist schon okay. Ich guck mir das dann gleich mal an, wie ihr mit dem Speedfight jumpt. Funktioniert der Tacho jetzt? Hat's drauf geachtet? Nee, ich habe ehrlich gesagt nicht auf den Tacho geguckt. Ich glaube, perfekt. Ich glaube aber schon. Oh, nein, meine Geschwindigkeit. Nein, sie ist schon wieder ausgegangen, verdammt. Ja, jetzt! Let's go, let's go, let's go! Ja, Bruder, schon gleich mal ein bisschen höher.
Gerd soll mal einen kleinen Wheelie hier raushauen. Okay, 54. Gerd, mach mal, mach mal einen Wheelie, Gerd, komm. Zeig mal, was du kannst. Yo! Da geht der steil, Mensch! Ist Gerd eigentlich noch drin im Intercom? Nee, ne? Ja. Gerd ist drin. Gerd? Er redet nur sehr selten. Gerd? Was denn? Ah. wir haben uns gerade gefragt, ob du noch im Intercom bist, aber damit hat sich die Frage auch erübrigt. Geil, Mann. Oh, ich fühle das gerade total, oder? Wir fahren hier wirklich in einem richtig geilen Squad. Wir haben Roller am Start, Supermoto am Start. Oh, ist rot. Ist rot. Oh Gott, Alter, die Bremsen, ey, die funktionieren hier überhaupt nicht. Ich bremse voll, ne? Ich bremse voll. Das Ding ist ja, da bringe ich mich ja mit um. Du hast ja zwei Füße zum Bremsen. Ah ja, klar. Super. Für Feuerstein. Also an der Stelle müsst ihr wissen, Gerd hat eigentlich so immer die besten Tipps parat, ne? Wenn die Bremse nicht funktioniert bei der Simson, dann benutzt du einfach die Füße. Ich probiere das gleich mal aus an der nächsten Ampel. Ist eigentlich wie damals mit dem Bobbycar, da ging das doch auch mit den Füßen, oder? Digga, das Outfit von Joel ist wirklich 10 out of 10. Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie geil Joel mit dem Helm hier, mit den langen Tennissocken aussieht. Also eigentlich müssen wir jetzt gleich erstmal gucken, wer ist der schnellste von uns drei. Weil ja, okay. Gerd zählt nicht mit. Ich mach den Schiedsrichter. Nein! Erzähl, du bist so fett! Warum ist Joel so schnell? Nicht Joel, das ist der China-Roller, ich sag's euch immer wieder! Guck dich! Oh nein! Was müssen sich die Autofahrer bitte denken? Was müssen sich die Autofahrer denken? Komm mal weiter geradeaus, ne? Komm mal trotzdem an. Ja. Oh Gott, trotzdem an. Ey, ich bring mich noch um mit dem Ding hier. Oh Gott. So, jetzt ziehen wir den Dustin hier ab. Keine Chance mit seinem Pupsroller. Hier, Feierabend, da geht's nicht mehr. Hau ab mit deinem Pupsmobil. Ich schalte noch einen Gang hoch. Leute, kommt gleich ein Blitzer, nur mal so. Den nehmen wir mit. Wollen wir mal sehen, wer das beste Foto kriegt. Aber du musst mal aufpassen, auf der linken Seite drückt man gerne den Händchen auf in der Mein Herz! Guck mal, du musst die Geschwindigkeit auch kriegen hier. So, wir müssen auch die Bremse testen. Gut, hier rein und ab geht er. Wow! Das war wohl doch nicht so cool. Ey, hebt den mal hoch! Alles okay? Wie kann ich denn das Ding jetzt hier ausmachen? Warte mal, ich stell mal eben auf den... Ist alles okay, das denn? Ja, alles gut. Ach du Heilige. Hast du das jetzt fürs Video gemacht, oder? Nein. Oh Mann, Alter. Wie ist denn das jetzt passiert? Alles gut. Danke. Alles. Aber wie lieb, dass Leute fragen. Sonst fährt keiner und fährt immer vorbei, ey. Stimmt. Also das muss man echt mal hoch anrechnen gerade. Die haben direkt angehalten, haben direkt geholfen. Wie ist das denn passiert? Du hast irgendwie eine Bremsung gemacht, ne? Ja, der Vorderreifen ist gerutscht. Und du hast die Verkleidung hier komplett gefickt, Alter. Das ist ja komisch. Kann ich mir ja gar nicht ausmalen, sowas. Dustin, du hast das ein bisschen zu wörtlich genommen, was hier auf dem Pullover steht. Das ist aber nicht, geht steil, das geht down. Aber dir geht's wirklich gut, ja? Ja, mir geht's super. Okay. So, jetzt fahren wir weiter. Wo geht's nochmal hin? Zum an der Ampel rechts. Stahlwerk Willig, ne? Zum Scooter-Stuntspot. Zum Scooter-Stuntspot, ja, perfekt, super. Da crashen wir dann den Speedfight auch noch, oder was? So, die Gang ist am Start. Wo wird jetzt hier gejumpt, ha? Huh? Ah. Okay. Mit genug Schwung kriegst du das Ding hoch. Wo stelle ich mich am besten hin? Hier? Am besten so. Hier, so? Okay, warte, ich steig mal ab. Doch, nimm jetzt mal richtig Anlauf und jump hier rüber. Bis jetzt habe ich noch keinen Sprung gesehen. Ja. Hast du gesehen, wer vorne oben war? Ja, aber du musst ein bisschen schneller sein, glaube ich. So, Freunde, jetzt. Komm, Vollgas, Vollgas, Vollgas! Oh Gott, Alter. Vollgas! Oi. Komm, Niklas, das kriegst du doch hin. Komm, nimm mal die kleine Rampe. Da musst du auch nicht so schnell sein. Ja, wenn ich nicht so schnell bin, dann setz er auf. Komm, mach. Go for it. Siehst du, was hab ich dir gesagt? Wir tun das mal so, als ob ich dir nicht gesagt hätte, aber ich hab's dir gesagt. Bro. Du standest fast. Kannst du das bitte nochmal machen, aber ein bisschen schneller? Nein! Warum nicht? Komm, jetzt ein bisschen schneller. Jetzt auf den Roller. Ein bisschen schneller.
da jetzt so an? Hä, weil der voll aufgesetzt hat, Digga. Fahr jetzt ein bisschen schneller da drüber. Nein! Fahr jetzt, ein bisschen schneller. Ja, komm, Gas, 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 Gas. Ja, geil. Sehr gut. Sollen wir mal abchecken, ob der noch ganz ist? Du hast richtig aufgesetzt, ne? Na klar ist der ganz, guck mal. Ja, also sagen wir mal so, er hat ein paar Kampfspuren davongetragen, aber der Unterbodenschutz hat seinen Dienst getan. Sehr gut, Niklas. Oh. Und an der Stelle, Peugeot Speedfight ist mal wieder hier on fleek. Das ist echt krass, man kann mit dem Ding alles machen. Wir waren damit schon einkaufen. Ja, Roller. Wir waren damit einkaufen. Speedfight, aber Jetfrost. Zu zweit sind wir schon gefahren, du bist damit jetzt richtig viel gefahren, du bist damit Offroad gesprungen, Bro. Das Teil ist einfach nur geistesgestört. Kannst du auch hier da den Hügel hochfahren? Meinst du, das reicht von der Leistung her? Ja, gib mal Gas, gib mal Gas. Gas, 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 Gas. Ja, easy, Alter. Ganz easy, Alter. Easy peasy. Easy. Niklas, vielen lieben Dank. Hat mich gefreut, Herr Boss. Ebenfalls, das war ein schöner Rideout. Nochmal an der Stelle, sagen wir mal auf Ehre, das denn so richtig schön promoten in dem Video. Er hat sich extra, das müsst ihr euch mal überlegen, er hat sich extra vor allen anderen auf die Fresse gelegt, nur damit das Video hier ordentlich Klicks bekommt. Das muss dann ihm eigentlich schon hoch anrechnen. Und in eine Fellarmee kommt. Komm mal her. Komm mal das hin. Komm mal her. Hey, das ist echt alles ganz lustig. Wird alles okay, ja. Ich gebe dir gleich die 50 Euro, die ich dir versprochen habe. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ja, wenn es am schönsten ist, dann soll man einen Cut machen. Das war ein sehr kurzes und verrücktes Video. Es hat mir aber Spaß gemacht. Irgendwie mit der Simson hier rumcruisen, mit dem Roller bin ich jetzt nicht gefahren. Aber Niklas hatte ja ordentlich Spaß. Es war geil. Wenn die Kamera aus ist. Oh ja! So, Freunde, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Genieß die restlichen Stunden. Und das Allerwichtigste, geht steil!